Wenn jemand seinen Koffer am riesigen Flughafen verliert und er nach 3 Monaten nicht abgeholt wird, wird er zur Versteigerung freigegeben. Dort bettelt man sich und bietet auf die fremden Koffer. Viele haben schon solche verlorenen Koffer ausgepackt. Was? Hier sind einfach AirPods drinne. Hier sind AirPods? Aber ich traue den Videos nicht so. Als ob jemand in seinem Koffer AirPods oder andere teure Sachen packt und ihn dann einfach nicht mehr abholt? Ich möchte schauen, ob diese Videos legitim sind und habe mir deswegen einen Koffer für 100 Euro und 2 für jeweils 200 Euro ersteigert und schauen jetzt, ob man wirklich damit Gewinn machen kann. Um den Inhalt vom Koffer richtig einschätzen zu können, ist mein Papa hier, weil du kannst sehr gut Preise schätzen von Produkten, habe ich gehört. Vor allen Dingen Socken und Hosen, da weiß ich, was das wert ist. Socken und Hosen? Warum? Kaufst du die besonders oft? Nee, gar nicht. Weißt du was, wenn die Koffer wirklich den Preis übertreffen, was ich dafür ausgegeben habe, dann bekommst du von mir 100 Euro. Ja, also versuch es richtig zu schätzen. Okay, wir haben hier einmal ein Handtuch. Ja, gut. Ibi, aus der Sauna. Hat sich irgend so ein verschwitzter Typ drauf gesetzt. Nee, wenn dann eine Frau, ist auch lila. Gebraucht würde ich es für 5 Euro kaufen. 5 Euro übertreibt man nicht direkt! Das kriegst du locker für 50 Cent, so ein Handtuch. Quatsch! Nein! Ein, was auch immer das hier ist. Ja. Ein Jackett? Jackett. Hä? Voll stylisch, oder? Was sagst du dazu? Ich wusste gar nicht, dass du Frauenkleidung gut tragen kannst. Okay. Das ist keine Frauenkleidung, das ist keine Frauenkleidung. Okay, 0 Euro. Dann haben wir noch eine Hose. Nee, kriegst du nichts für. Flecken drin, kriegst du nichts für. Kriegst du nichts? Nee. Das ist Kinderklamotten, ne, oder? Ein dickes Kind. Das arme Kind, warum fettschämst du jetzt dieses arme Kind jetzt gerade? Dann haben wir hier noch eine Hose. Wie viel? 5 Euro. Nein! Ja, die kannst du sehr gut tragen. Ja, geht voll, oder? Also gib du mir da schon mal 5 Euro für. Dann haben wir noch eine Tasche. Okay, das ist mal was anderes. Wie viel ungefähr? Ich weiß nicht, ob Frauen dafür Geld ausgeben. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. So ein bisschen würden die ausgeben. Wenn wir jetzt einen Flohmarkt hier hätten, würde eine Frau auf jeden Fall dafür Geld ausgeben. Oder ein Typ? Nee, Typ nicht. Also, sag Preis. Also, ich würde es auf dem Flohmarkt für 5 Euro anbieten. Und wenn jemand sagt, ich gebe dir 3 Euro, würde ich sagen, komm, nimm mit. Sag mal 3 Euro. Okay, 3 Euro. Dann haben wir noch ein Haarglättgerät, glaube ich, oder? Wenn man es verkaufen kann, dann 5 Euro. 5 Euro? Ja, 10. Okay. Das wird immer mehr, das macht gar keinen Sinn. Dann haben wir hier noch ein paar, ein Blutdruckapparat. Oha! Deswegen ist der Koffer auch vergessen worden. Der hat eine Blutdruckkrise gehabt. Und ist eben nur vermäßig ins Krankenhaus gekommen. Und deswegen konnte er den Koffer nicht mehr sehen. Er ist einfach tot. Er ist tot, ja. Oder liegt jetzt noch auf Intensivstation? Dann sind wir auf 48,50. Okay, gut. Dann haben wir hier noch eine. Ist das ein Schlafanzug? Hä, das ist ja überscheiße. Was ist das? Nee, das ist zum Kochen. Das ist so ein Kochmantel. Dann haben wir hier noch. Das Kleid ist schon schön, ne? Wie findest du das schön? Das ist scheiße hässlich. Das sieht besser aus. Hä? Noch ein. Ist das. Was ist das, Nirk? Das könnte ich mitnehmen für meine Freundin. Welche Freundin? Die ich denn daraufhin dann finden werde. Okay. 60 Euro sind wir. Oh, noch eine Unterwäsche. Würdest du die tragen? Nee, trage ich nicht. Okay. Außer den weißen Unterwäsche trage ich sowieso nicht. Dann waren im Koffer einige Babyklamotten. Jesus loves me. Jesus loves me. Cool. Aber ist da ein Küken drauf? Warum sagt dieses Küken das? Ostern. Pro Babykleidungsstück haben wir 1 Euro gerechnet und sind dann auf 12 Euro gekommen. Also, ich trage dann hier jetzt 12 Euro ein. Ja. Was ist das? Warum geht denn das Licht jetzt auf einmal an und aus? Keine Ahnung. Wo sind wir?
Was war das, Elias? Ich glaube, wir wurden gerade gehackt von Silver Wolf aus Honkai Star Rail. Ist das wieder so ein Werbeelement, den du da gerne mal so einbaust? Ich weiß, ich habe schon zweimal von Honkai Star Rail erzählt, aber ich werde das so lange machen, bis jeder sich diese Spiele runtergeladen hat. Ihr verpasst was, vertraut mir. Freunde, vertraut mir. Du reist durch bezaubernde Welten und stellst dir auf der Reise ein Team zusammen, mit dem du in strategischen Kämpfen gegen Monstern antreten kannst. Und da kommt der neue Charakter Silver Wolf ins Spiel. Silver ist einer der besten Hackerinnen im Universum. Sie ist auch eine Hardcore-Gamerin, genau wie wir alle, und kann angeblich auch die echte Welt hacken, was ziemlich interessant ist. Im Kampf ist sie in der Lage, Schwächen bei ihren Gegnern hinzuzufügen, was sehr stark ist. Ich werde Silver Wolf auf jeden Fall mal ausprobieren und ihr solltet jetzt Honkai Star Rail kostenlos herunterladen. Ach ja, und mit dem Code bekommt ihr 50 Stellar Jades kostenlos dazu. Machen wir weiter. Dann waren im Koffer noch einige Erwachsene-Klamotten. Die waren alle aber grottenhässlich, also würde man die nur spenden können. 0 Euro. Dann haben wir hier diese Teller. Was meinst du, was die so kosten? Das ist Plastik, ne? Plastik, was will man damit? Irgendwelche Plastikteller, 0 Euro. Dann haben wir noch ein paar Klamotten. Noch einige Klamotten, die aber gut aussehen. Wird man los für insgesamt? Vielleicht für 15 Euro. Okay. Das ist nur ein Koffer. Nein, 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 das darfst du nicht gucken. Das darfst du nicht gucken. Einige Kopftücher waren noch im Koffer. Grand Bonnet Lycra XL. Boah, die hat ja aber einen dicken Kopf. Sagen wir mal 2 Euro. 89,50 Euro. Dann haben wir hier noch 6 Paar Schuhe, die zwar neu waren, aber einfach zum Kotzen hässlich. 6 Euro. 96,50 Euro. Dann haben wir hier noch eine Zahnbürste, die kann direkt in den Müll eigentlich. Ah, da staubt! Das ist nichts wert. Da brauchst du nicht drauf zu schauen. Warum schmeißt du das auf den Boden? Warum auf den Teppich? Ja, mal wegschmeißen. Der arme Teppich! Alles weg? Ja, dann sind die Teller doch noch was wert. Nein! Nein, warte, wir haben hier noch was. Dann haben wir zu guter Letzt hier noch so Creme. Hydra Zen Jelly Mask. Ja, die ist gebraucht, oder? Ja, wahrscheinlich. Hier, nee, komm. Auf die guten Schuhe noch dran, du Zähme. Das kannst du dir auch, vergessen. Minus 3 Euro. Nee. Aber wir haben hier noch ein paar Schuhe. Das ist das letzte. Also da auch nochmal 5 Euro. Ja, die würde ich auf 2,50 Euro schätzen. Okay, 2,50 Euro. Haben wir's, ne? Nee. Ja! Ich hatte recht! Komm, da ist aber der Koffer doch! Ja, der Koffer kann ich doch kaufen! Okay, plus Koffer, dann sind wir auf 130 Euro ungefähr. Wenn man alles auf einen Flohmarkt wirklich loswerden würde, dann öffnen wir jetzt den Koffer für 200 Euro. Das hier, Wer zieht sowas an? Weißt du, was das heißt? Nee. Dass man Style hat oder so. Heißt das? Also sieht erstmal so aus, als ob das von einem Kind wäre, weil das hier ist relativ klein. Hier ist auch noch so ein Hot Wheels Shirt drin. Er hatte einfach zwei Shirts, auf denen Drippen steht. Könnte auch ein kleiner Mann gewesen sein, ne? Eine Unterhose. Ist das noch braun? Klar, das ist eine weiße Hose. Das ist eine weiße Unterhose, ne? Die sind immer ein bisschen braun. Noch ein paar Schuhe. 5 Euro bekommt man die weg, glaube ich. Dann noch ein Spider-Man-Shirt. Noch eine Hose auf der Seite. Der war wirklich ein Spider-Man-Fan. Noch ein Spider-Man-Shirt. Das Kind war es, Spider-Man. Ja, das Kind. Und der Papa, der war, hat das hier getragen. Einige alten Klamotten. 1 Euro das Stück. Dann hier noch ein Unterhemd. Hä, was ist das? Wer trägt sowas? Welcher Mann trägt sowas? Wofür soll das gut sein? Keine Ahnung, wofür das ist. Das wärmt nicht und irgendwie verdeckt das ab. Keine Ahnung. Das verdeckt nur die Nippel vom Mann. Das macht gar keinen Sinn. Können wir doch besser oben ohne rumlaufen. Noch mehr Klamotten. Okay, dann machen wir
Hier muss noch was. Diese Seitenfische auf. Hokus Pokus. Oh. Hier ist so ein Kulturbeutel. Funktioniert sogar noch. Rasierer könnte man vielleicht für 5 Euro noch verkaufen können. Hier ist noch Parfüm, oder? Naja. Riecht nicht gut. Hier ist noch ein bisschen so Unterwäsche. Warum ist das jetzt da oben drin? Das ist die Schmutzwäsche! Das ist die Schmutzwäsche hier drin! Oh, voll die Schmutzwäsche. Boah, das müfft auch ein bisschen! Diese Schuhe, keine Ahnung, was die noch wert sind, vielleicht 5 Euro. Ein Squid Game! Die haben einfach ein Squid Game mit in den Urlaub genommen. Und diesen Hagi-Wagi und ein Minion. Das ist schon eine sehr gefährliche Kombo. Among Us! Wie cool! Und hier ist noch so einer. Gesichtslos. Nee, das ist deren Gesicht, diese Maske. Da sind die Augen hinter. Tja, das ist Among Us. Das hier. Was sind das aber für scheiß Spielzeuge? Das arme Kind. Der hat einfach einen Goldbarren als Spielzeug. Ja, und sonst, ja, eigentlich alles Schmutz. Schuhe weg. Alles Schmutz. Keinen Spaß. Noch zwei Schuhe. Die bekommt man eigentlich noch für 3 Euro weg oder so. Sie sehen okay aus. Das hat sich nicht gelohnt, die 200 Euro, würde ich so sagen. Gar nicht. Das meiste bekommt man nicht weg, das ist einfach Schmutz. Der letzte. Machen wir den letzten Koffer auf, auch für 200 Euro. Ich bin sehr gespannt, ob hier etwas Besseres drin steckt. Dann haben wir hier einmal, das sieht auch nach einem tropischen Urlaub aus, eine Dreiviertelhose sieht so aus. Wer auch immer das trägt, total hässlich, kein Wunder, dass der Koffer liegen gelassen wurde. Eine, hey, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Wer trägt sowas? Welcher Mensch trägt das? Oder sieht das okay aus? Du kannst alles tragen. Danke, ich sehe immer beschissen aus. Ja. Sieht so aus wie ein Damenkoffer. Ja. Bisher. Nochmal Sandale. Hier ist auch so ein Bikini drin, Oberteil. Dann hat mein Vater erstmal instinktiv alle Unterwäsche rausgeholt. Das ist auch so ein Unterteil. Das ist auch so ein Unterteil. Noch eine Hose hier. Hä? Das ist ja mal so eng, das ist doch voll ungemütlich. Warum machen Frauen sowas? Ja, bist du sicher, dass ein Mädel getragen hat? Ich glaube schon. So, hier noch so eine... Eine Bauchtasche, ja. Die sieht eigentlich okay aus. Die bekommt man für, wenn man auf Löwen steht, vielleicht 5 Euro. Ganz viele unspektakuläre Klamotten. Da, hier ist die Schmutzunterwäsche. Boah, das ist auch nicht sauber. Boah, das ist so eklig. Hä? Wie ist, was ist das? Diese Dinger da. Diese Dinger? Das ist ja nur eine Schnur. Wie soll man das als Unterwäsche tragen? Das ist ja nix. Irgendwie ist das, sowas trägt man ja nur um die Hose, um die zeigen zu können. Ohne. Also. Hä? Was? Das ist alles schmutzig, das ist schon sehr eklig. Obwohl geht noch. Ja, das ist nicht. Halt einfach nur schmutzig, aber ist nicht versaut. Was heißt denn versaut? Ja, nach einem Tag halt schmutzig. Das war's an Unterwäsche und noch ein Shirt. Aber so ein Totenkopf, wer trägt das? Und nochmal zu Tanga an und oben den Totenkopf. Das kommt gefährlich. Noch Schuhe hier. Die sehen eigentlich okay aus. Kommt man vielleicht den Zehner weg. Eine Kulturtasche. Eine Kulturtasche, okay. Da bin ich gespannt, was da drin ist. Einfach alles reingeworfen. Was ist hier drin? Schmuck, ne? Accessoires. Boah. Aber die Hose juckt voll. Ich glaube, die hat irgendwelche Krankheiten gehabt oder so. Irgendwas stimmt damit nicht. Ich höre, das piekst ein bisschen. Ja, sonst war's das. Also hier sind nur so ein paar Ohrringe und Schmuck drin. Mhm. Aber das sieht jetzt auch nicht hochwertig oder so aus. Vielleicht bekommst du alles insgesamt für 10 Euro weg. Ja, sonst war's das. Die Klamotten waren da drin halt, ne? Sehr viel benutzte Unterwäsche, das will kein Mensch kaufen. Es lohnt sich prinzipiell nicht, sich diese Koffer zu kaufen. Danke fürs Dabeisein. Bitteschön. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.